Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2013 hier im Multiplayer-Modus mit 8 Leuten und hallo und let's go. Ja. 7 sind ja. Wir. Oder? Warum 7? Ach ja, der Helmut ist ja schon wieder weggegangen. Simon, was geht eigentlich bei dir ab? Bei mir? Ja. Ich dresch gerade ganze Zeit. Okay. Ja, ich glaube, wir dreschen. Hochkonzentriert. Ich habe jetzt ein Drittel. Ich sehe, das ist total scheiße. Was ein Drittel meines Feldes habe ich jetzt, glaube ich, fertig. Ich habe das Gefühl, ich werde später nicht noch hinterherhängen. Ich hab ein Drittel meines Feldes. Ja, Nils, wie kommst du darauf? Dass du mit deinen 15.000 Schulden hinterherhängen musst. Ich mal ab, nebenbei so. Bin nämlich bei 1.000. Nicht durch Schulden, sondern durch meine Produktivität. Du wirst einfach sehen, wie ich und Lauritz einfach mit den Pornomaschinen hier arbeiten und du mit deinem kleinen Pisstrepper. Doch geil. Ja, ich mag Porn. Nein, ich meine ja einfach nur irgendein schlechtes. Ja, nee, jetzt hast du einen Pornos magst, hast du schon lange. Nein, nicht das. Wie voll, Lauritz? 50%. Omi, stell dich mal nicht an eine Kurve da. Stell dich mal weiter weg, ja, dass ich da vorbei kann. Ja, okay, passt. Ja, geh, fall mit dem Träger an die Seite. Warte, und dann wechsel zu Dingen. Komm, ich komme, Nico. Wie viel habe ich jetzt, eigentlich auf meinen Träger drauf? Was? 13.500. Egal! Ich komme, Nico! Oh, erstmal Licht anmachen. Nein. Aus. Gut. Dann mach ich halt noch Arbeitslicht vorne an. Arbeitslicht vorne. Ja, Licht könnte anmachen, solange es nicht anfängt zu lenken. Disco-Lampe raushängen. Der hat kein Rundumlicht. Schlecht. Also wenn es längen sollte, also mein PC zeigt, ist noch nicht mal zur Hälfte ausgelastet. Dann müsste ich mir die Serverversion kaufen und auf meinem PC installieren. Das wäre eine Idee. Aber wenn es bei einem leckt oder so, dann liegt es ja meistens. Ja, aber manchmal leckt es auch bei einem. Das ist schon verständlich. Das ist meistens so beim Kaufen eigentlich, also ich habe jetzt nichts. Also hatte ich bislang keine Likes, nur durch das Kaufen. Ja, das Kaufen, oder wenn mal jemand anfängt zu dreschen, dann ein kleines bisschen bei mir, aber sonst. Dreschen? Nee, bei mir gar nicht. Hast du eigentlich Garrus Mod? Was? Hast du eigentlich Garrus Mod? Was Garrus Mod ist? Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist dieses Hide and Seek oder Trouble in Terrorist Town, dieses ja, das ist so Counter-Strike zum Beispiel mit halt so Sinn. Wollte ich mir auch noch kaufen. Mit Sinn. Kacke. Counter-Strike mit Sinn. Was hatten? Ja, zum Beispiel. Hello, ich bin schon wieder voll. Ja, okay, nicht das. Geh eben erst zu ihnen, dann fangst du gleich bei mir. Ich hab eben schon Savolo. Warte, bleib eben stehen. Oh, Timo, ich bin voll, fahren wir rückwärts. Also, das musst du dir so vorstellen, zum Beispiel TTT. Also. Musst dir so vorstellen, es gibt halt. Warte, welcher Mod war denn das nochmal? War mit Traitor, ne? Ja. Es gibt Traitor und Innocents. Die Traitor haben die Aufgabe, die ganzen Innocents zu töten, ohne dass sie erwischt werden. Und die Innocents haben die Aufgabe, die Traitor zu töten, ohne dass sie in Verdacht geraten, dass sie Traitor wären. Weißt du? Und das ist halt dann so ein bisschen Taktik und das ist eigentlich ganz cool. Also, wir haben das gestern mit ziemlich vielen Leuten gespielt und das war richtig geil. Ja, wie viel kostet das denn? Ich weiß nicht, ob es noch im Angebot ist. Das Game hast kostet du Counter-Strike Sword? Ja, das wollte ich mir mal alles nochmal holen. Ich hatte mal einen Steam-Account, aber der wurde irgendwie gehackt und dann. Liebe Hacker. Auf jeden Fall brauchst du dafür Counter-Strike und halt Garrus Mod. Ich glaube, Garrus Mod war im Angebot für 4,99 oder so, ne? Ja, ja. Für 4,99. Danke, Niklas. Ist Garrus Mod eigentlich auch geht das nur mit Counter-Strike Source? Ich weiß nicht, ob du auch irgendwo im Internet nur die Texturen runterladen musst oder ob du das ganze Spiel brauchst. Weil eigentlich ist es so, dass du das Spiel brauchst. Aber es ist ja einfach nur mit den manchen Texturen, zum Beispiel von den Spielern oder so. Das sind ja die Texturen von Counter-Strike oder manche Maps, meisten Maps. Niklas. Boah, ist ja, warte, ich komme. Also Niklas. Ich habe Counter-Strike Source, aber läuft Scary Smart auch mit Counter-Strike Source oder nur mit Counter-Strike? Nur mit Counter-Strike Source eigentlich. Okay. Hast du dann 1.6 oder was, das ganz alte? Habe ich auch noch.
Ne, ich hab das Counter-Strike Source. Ja, das ist ja auch richtig. Ich hab CSS als portable Version für die Schule. Ich auch. Ich auch. Gibt nichts Besseres, wenn ihr im Unterricht Langeweile hast. Oh, was machst du da hinten eigentlich? Ja, ich mähe hier die ganzen Stöppel oder die Stoppel ab. Okay. Weil ich zu blöd zum Fahren bin, nein, Spaß. Siehst du eigentlich das Licht, wenn ich Licht anmache? Ja. Wenn der Disco geht. Geh nicht in das Licht, nein! Ich mähe hier schon seit Stunden. Boah, das dauert so lange, bis ich mein Feld weggeklatscht hab. Boah! Frag mich mal, Alter. Wie viel Hektar hast du? Weiß ich nicht. 1000, nein, Spaß. Ich glaube, ich hab das Feld jetzt noch nicht mal ein. Aber ich weiß es nicht genau. Man munkelt. Ich hab Feld 4, wenn du mal gucken magst. Wenn du bedenkst, Alter, dass Niklas und so schon mit Feld 2 viel zu tun haben. Ich hab mit meinem Feld auch viel zu tun. Hä? Ey, wir haben einen neuen auf dem Teamspeak, der heißt Fiete. Ja, normal. Fiete. Junge. Ich fahr jetzt mit Zwillingsbereifung rum, voll geil. Nauze. Bist du voll? Nein, ich bin nicht voll. Dann fahr weiter. Bist du voll? Nein, voll! Voll! Halt, oh Scheiße. Niklas! Auf dem Weg! Ja, ich bin gleich fertig mit meinem Feld. Ha, ich kann viel schneller mähen als ihr. Kannst du gar nicht. Ja, ich komm an den ganzen wieder 9009. Ich mach jetzt die letzten... Oha. Ja, 5 Meter. Oh, nee, ich versteh mein Internet einfach nicht. 5 Minuten läuft das schon flüssig, 5 Minuten laggt, 5 Minuten wieder flüssig und das ganze Zeit lang so. Ich hab heute einen Simon vom Segeln ins Wasser geschmissen, das war voll lustig. Ah. Was mit der F, was war das denn? Warst du schon wieder? Ich will ihn so reinschubsen, er setzt sich auf den Steg rauf und kauert sich so zusammen. Ich heb ihn hoch und schmeiß ihn rein. So. Aber er fand's lustig. Das andere Feld ist auch Raps, Timo, kannst du gleich mitfahren. Jo, mach ich. Wie viel hat der Trecker gekostet? Welcher? Der MP-Truck? Nee, der Fanfab. Achso. Favorit 50, das war geil. Kommt man da von deinem Bauernhof drauf, Timo? Ja, muss über meinen Bauernhof fahren. Voll? Nee. Alter, ne? Wir brauchen dreh mal um und fahr gleich mal mir, wenn ich zurückfahre, wieder neben mir her. Der eine, der wird dann nie leer. Was? Bin gleich voll, Niklas. Nico, darf ich mir Schulden machen? Niklas, bin voll. Nico. Was? Darf ich Schulden haben? Nö. Oh, nein, Drescher. Ja, ich bin eigentlich nur dafür, Schulden machen, dass man sie wirklich braucht. Nee, Drescher kaufen und dir da 200 Miese machen. Schade. Ich hab mein Feld halb fertig und dann kannst du meinen Drescher gleich haben. Na ja, gut, das macht die Sache nicht unbedingt besser. Nein, Schatz. Er hat doch so ein kleines. Ich fahr gerade. Ich hol mir gleich einfach ein 6 Meter Miehwerk für das Ding hier. Obwohl, ohne Abfahrer bringt das auch nicht viel. Fährst du so 2 Meter? Oh, voll. Ja. Ich glaube, kannst du das überhaupt dran kuppeln? Großes? Ja, also es müsste gehen, aber es bringt nicht viel, weil er erstens nur die Hälfte dann damit macht und zweitens hier. Tank ist ziemlich voll leer, ziemlich schnell voll und Rohr kann, also es kann kein Abfahrer direkt dranfahren wegen dem Rohr. Jo, das ist recht. Aber sonst ist es einfach zu kurz. Hey, nee, warte, fahr weiter. Oder der Trecker hat vorne einen Aufsatz dran und das saugt er dann nach hinten in alle. Ey, wie geil sieht das Stroh hier aus? Ist das irgendwie neu? Nico, wie voll bist du? Ja, liegt an der Textur von der Map. 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 1, 2, 3, 3, 4, 8, 5, 6. Gleich voll. Ja, ich komm schon. Bin voll! Ja, komm mal. 99%, ich versuche immer Feuer anzuhalten, damit ich... Das Timo, ich bin immer schon da. Aber hab den Schneidwerkwagen drauf hier. Ich bin noch unterwegs. Karambolage-Modus. Ich fahr jetzt von meinem unterwegs. Hab den Schneidwerkwagen hier drauf auf dem... Ja, kommt drauf an, für welches Schneidwerk. Für die ganzen Class Lexion. 3 Folgen später kommt Timo an. Ey Leute, ich komme. Ich bin unterwegs. Nein, generell, ob ihr Schneidwerkwagen drauf habt, da kann man ja auch die ganzen anderen Bisse draufpacken, aber... meine generell. Weißt du, ist 11. Ja klar, für die Class Lektion müssten eigentlich. Ja, ich kaufe glaube ich als nächstes ein Class, weil. Ja.
bis 11 zieht ja, die, danach. Die sind eigentlich ganz gut. Timo, schnell, wir klauen ein bisschen. Was Timo da klauen möchte, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren von Landwirtschaft im Nord 2013. Klauen! Bis dann!